Meine Damen und Herren, ich habe das Vergnügen, Ihnen, meine Damen und Herren, Herrn Kollegen Jakobsen vorzustellen. Herr Jakobsen ist seit nunmehr 10 Jahren Professor für allgemeine und biologische Psychologie an der Helmut-Schmidt-Universität. Das ist die Hochschule, die Universität der Bundeswehr in Hamburg. Das werden die meisten von Ihnen wissen. Der Hintergrund, aus dem Herr Jakobsen kommt, ist der fachliche Hintergrund, aus dem er kommt, ist die Psychologie. Er hat an der FU in Berlin Psychologie studiert und im Jahr 94 das Studium mit Diplom abgeschlossen, war dann in seiner Forschungstätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter viele Jahre in Leipzig tätig, teilweise am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, teilweise aber auch im biopsychologischen Labor an der Universität und hat dort promoviert im Jahr 2000 und hat sich auch dort habilitiert im Jahr 2004. Die Forschungsschwerpunkte von Herrn Jakobs Arbeiten bewegen sich in 3 Bereichen, die sich teilweise überlappen, nämlich auditive Informationsverarbeitung. Das ist ein wissenschaftliches Wort für das, was man landläufig Hören nennt. Sprache und Sprachverarbeitung, das ist natürlich ein, wenn Sie an gesprochene Sprache denken, ein überlappender Teil von auditiver Informationsverarbeitung. Und der 3. Bereich, der, glaube ich, in den letzten Jahren sich auch immer mehr in den Vordergrund entwickelt hat, Psychologie der Ästhetik. Ein Alleinstellungsmerkmal der Tätigkeit, der wissenschaftlichen Tätigkeit von Herrn Jakobsen ist, dass er, glaube ich, im Bereich der Ästhetik ungewöhnlich breit unterwegs ist. Es gibt eine Reihe von Psychologen, die auf diesem Gebiet, das in den letzten Jahren einige Aktualität erfahren hat, irgendeine spezielle Frage verfolgen, aber Herr Jakobsen ist sehr breit orientiert. Er arbeitet auf dem Gebiet der visuellen Ästhetik, der Sprachästhetik, der Musikästhetik und der Filmrezeption. Und breit aufgestellt ist er auch, was die methodischen Zugriffe betrifft. Er betreibt Ästhetikforschung nicht nur auf der Ebene dessen, was Personen erleben, sondern auch, welche körperlichen Reaktionen mit diesem Erleben verbunden sind und natürlich, das werden Sie schon erraten haben, welche Gehirnaktivitäten mit ästhetischem Erleben verbunden sind. So viel zur Vorstellung, Herr Jakobsen. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Sie sprechen zur Psychologie der Ästhetik. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank für die Einführung. Die Psychologie der Ästhetik soll unser Thema sein heute Abend. Ich möchte Sie auf einen Ausflug mitnehmen, auf einen Ausflug in verschiedene Bereiche mit historischen Aspekten, mit neuesten Befunden. Und ich glaube, der Zeitpunkt für einen solchen Ausflug jetzt ist sehr, sehr gut gewählt, denn wenn wir in die Geschichte gucken, werden wir relativ enge Bedingungen vorfinden und diese Ketten, die haben wir jetzt gesprengt. Wir können mittlerweile wissenschaftlich, theoretisch wie empirisch ästhetische Rezeptionsprozesse betrachten, die wir vor 10 Jahren so nicht betrachten konnten oder vor 20 Jahren. Als Psychologinnen und Psychologen interessieren wir uns für die mentale Verarbeitungsarchitektur, für die mentalen Funktionen. Und das ist der Aspekt, mit dem ich mich im Bereich der Ästhetik beschäftige. Was sind die mentalen Funktionen? Wie sieht die Verarbeitungsarchitektur aus? Und ich möchte beginnen mit einem Studienbeispiel. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, vor mittlerweile 20 Jahren, dem Gehirn bei der Arbeit zuzuschauen, sowohl in der Lokalisation im Gehirn als auch im Zeitverlauf dieser einzelnen mentalen Verarbeitungsschritte, die beteiligt sind an ästhetischen Urteilen des Schönen. Wir wollten eine Studie machen oder eine Reihe von Studien, mit der wir uns ästhetische Urteile über die Schönheit von Objekten sinnvoll anschauen können. Und weil es so viele Einflussfaktoren gibt, kultureller Art, individueller Art, Einflussfaktoren, die mit unserem Gedächtnis zu tun haben, Dinge, die wir kennen, für die wir vielleicht schon ästhetische Urteile abgespeichert haben, Dinge, die viel wert sind, die selten sind, sind höher bewertet als Dinge, die das nicht sind.
Da gibt es also eine ganze Reihe von möglichen Konfundierungen. Es ist ein Mustopf. Ästhetik ist ein Mustopf, in dem man sich versuchen muss, zurechtzufinden. Was haben wir gemacht? Wir haben uns entschieden, eigene Stimuli zu bauen, die systematisch konstruiert waren, mehr oder weniger, die eben neu sind für unsere Probanden, die Merkmale aufweisen, die für die Ästhetik wichtig sind, wo sie nicht aus dem Gedächtnis was abrufen können, wo sie nicht glauben, dass die teuer sind, dass das irgendein Künstler gemacht hat, der hoch bezahlt wird, ja, und dass das deswegen wertvolle Stimuli sind, die man auch positiv und gut bewerten muss. Und wir haben einfach versucht, relativ einfache grafische Muster zu konstruieren. Die Literatur gab damals schon her, dass Symmetrie ein ganz wichtiges Merkmal ist für ästhetische Schönheitsurteile. Komplexität von Stimuli ebenfalls. Also haben wir das variiert und haben 250 Stimuli gebaut in so einem halb systematisch, halb künstlerischen Prozess. Davon sehen Sie hier ein paar Beispiele. Und wir haben dann unsere Probandinnen und Probanden gebeten in verschiedenen Studien. Ich fange einmal mit der neurolokalisatorischen Studie an, die wir 2006 haben publizieren können. Haben wir unsere Probandinnen und Probanden gebeten, zwei verschiedene Arten von Urteilen über diese Stimuli zu fällen. Und zwar ein deskriptives. Eins, wo man intersubjektiv prüfbar ein objektives Kriterium anlegen kann, nämlich Symmetrieurteile. Und wir haben ein nicht prüfbares, ein evaluatives, subjektives, nämlich das Schönheitsurteil, über die gerade gezeigten Stimuli erbeten von unseren Probandinnen und Probanden. Das haben wir in einem gemischten Design gemacht. Die sind pseudo-zufällig, haben wir 200 dieser Stimuli hintereinander präsentiert und die Personen gebeten, immer mit Ja oder Nein zu antworten. Schön oder nicht schön? Pardon? Schön oder nicht schön, symmetrisch oder nicht symmetrisch, mit einem Zeitregime, in dem man das ganz gut machen kann, so 3 Sekunden etwa, konnte man sich so einen Reiz betrachten. Man braucht ungefähr eine Sekunde, um so ein Urteil zu fällen, wenn man sich in so einem Experiment befindet. Die Stimuli waren auch so konstruiert, dass die gut mischbar sind. Wir können also hier auf der Basis der individuellen Urteile die Stimuli zusammenwürfeln und dann Gruppenmittel bilden. Deswegen sind die so teilsystematisch konstruiert mit diesem Kreis und diesem rhombischen Ausschnitt. So dass wir also die methodischen Vorgehensweisen, die man sehr häufig vorfindet, dass man Gruppenmittel auswertet, hier anwenden konnten und auch auf der Basis der subjektiven Urteile über die jeweils präferierten Stimuli hier hinwegmitteln können. Das heißt, auch wenn sich Personen unterscheiden in ihrem ästhetischen Urteil, wenn sie verschiedene Stimuli schön finden, ist auf der Basis der individuellen Urteile es möglich, hier ein Aggregat zu schaffen und auch ein Gruppenmittel anzustellen. Außerdem waren die Aufgaben strukturell identisch. Es war sowohl für die deskriptive als auch für die evaluative Aufgabe gefragt, ein binäres Urteil, ja, nein, abzugeben. Sodass also der Unterschied zwischen den mentalen Prozessen in diesen beiden Aufgaben nicht perzeptuell sein sollte, er sollte auch nicht motorisch sein, sondern er sollte sich rein auf der zentralen, auf der Denkebene, auf der Urteilsebene abspielen und sich nur dadurch unterscheiden, dass wir einmal ein deskriptives und einmal ein evaluatives Urteil haben. Also der Versuch, das mit klassischen experimentalpsychologischen Methoden so weit zu isolieren, dass man ganz mehr oder weniger molekularen Teilprozess sich anschauen kann und im Kernspin dann, wo das im Gehirn lokalisiert ist. Und das haben wir gemacht. Und was wir finden, ist, dass für das Schönheitsurteil wir Aktivierung finden im präfrontalen Kortex, in der Frontomedianwand, Brodmann-Area 9-10. Wir haben Aktivierung präfrontal-lateral, Brodmann-Area 45-47. Wir haben anterior-zinguläre Aktivierung und wir haben orbitofrontale Aktivierung. Das sind Strukturen, von denen man aus anderen Studien weiß, welchen Funktionen die mit zugrunde liegen. Die Brodmann-Areale beispielsweise, das, was wir hier sehen, entlang der Mittellinie in dieser Ansicht von oben auf das Gehirn und einem Schnitt relativ weit superior durch dieses menschliche Gehirn.
sind für evaluative Urteile auch damals schon bekannt gewesen. Da hat man Studien gemacht, wo moralische Urteile erbeten worden sind, und man findet die gleichen Strukturen. Solche Aufgabenbearbeitungen rekrutieren standardmäßig anteriore, singuläre Strukturen. Auch das ist keine Überraschung. Und wir wissen aus verschiedenen anderen Untersuchungen zu evaluativer Verarbeitung, zu basalen Prozessen des Mögens, des Gefallens, der emotionalen Verarbeitung, dass der Orbitofrontalkortex involviert ist bei höheren affektiven Prozessen. Von daher also durch unsere Aufgabe hier ein stark isoliertes, kleines Netzwerk von Strukturen aktiviert, die diesem Prozess zugrunde liegen, und zwar differenziell zwischen der evaluativen und der deskriptiven Aufgabe. Wenn wir jetzt die gleiche Schnittführung uns anschauen bei der Betrachtung des Gehirns, aber die Aktivierung für die deskriptive Aufgabe uns anschauen, dann sehen wir, dass die andere Areale stärker durchblutet als die evaluative. Wir haben es ja hier mit einer Blutflussänderung zu tun. Das Gehirn schickt immer stärker mit Sauerstoff angereichertes Blut in die Bereiche des Gehirns, in denen mehr Aktivität erwartet wird. Und das haben wir hier genau der Fall. Was wir hier sehen, sind Areale, die wir aus der Betrachtung von räumlichen Konfigurationen, räumlicher Aufmerksamkeit, superiorer Parietalkortex und die frontalen Augenfelder sind hier stärker aktiviert. Das heißt, unsere Probanden haben in irgendeiner Form eine räumliche Aufgabe ausgeführt. Was wir aber festhalten können, ist, dass wir eine doppelte Dissoziation haben zwischen den neuronalen Strukturen auf der Grundlage der Aufgabe. Das kann man in dieser Darstellung relativ gut sehen. Wir haben hier vier verschiedene Ansichten des Gehirns für die Ästhetikurteile im Vergleich zu den deskriptiven, die Strukturen, die für die evaluativen Urteile stärker durchblutet sind. Und da sehen wir hier nochmal die singulären Anteile, auch posterior singulär, Brodmann-Aria 9-10. Wir haben hier die 45-47 bilateral. Wir finden auch eine linksseitige Temporalpol-Aktivierung, die wir so nicht erwartet haben, bei der wir davon ausgehen, dass sie einen spontanen Gedächtniszugriff assoziieren mit den Dingen, die ich schon kenne, bei der Erstellung des Urteils über die Muster, die ich gerade betrachte. Also identische Stimuli, identisches Aufgabenformat, Aufgabenstruktur, das ist das Netzwerk für diese kleine Ästhetikbetrachtung. Für die Symmetrieurteile gibt es diese Aktivierung von räumlich verarbeitenden Strukturen, die ich eben schon erwähnt habe, und eine Aktivierung im Okzipitalkortex zwischen den Arealen V2 und V3. Das sind hier beide, das hätte ich vielleicht noch eben erwähnen sollen, das sind beides Mid-Sagittal-Schnitte, also Längsschnitte quasi entlang der Mittelwand der beiden Hemisphären. Also diese Untersuchung mit den grafischen Mustern, natürlich kann man darüber streiten, ob das jetzt wirklich Kunst ist, was wir unseren Probanden gezeigt haben. Das ist auch gemacht und diskutiert worden, aber wir haben hier quasi mit dem experimentalpsychologischen Besteck einzelne Prozesse herausisolieren können und das Netzwerk, das diesem Aspekt der Bewertung zugrunde liegt, identifiziert. Hier sehen wir nochmal eine etwas größere Darstellung, die ich an der Stelle überspringen möchte. Jetzt kann man sich fragen, sind diese evaluativen Urteile mit den ihnen zugrunde liegenden neuronalen Strukturen, sind die spezifisch für unsere grafischen Muster? Oder ist das etwas, was ganz allgemein ästhetischen Urteilen vielleicht zugrunde liegt? Das gerade das evaluative Beurteilen ausmacht. Ich habe ja in der Aufgabe auch die Anforderung als Versuchsperson, ich muss mit einem Produkt kommen, ich muss eine Taste drücken und so weiter. Also sind das Dinge, die jetzt an dem Visuellen hängen? Ist das was mit den Mustern oder mit der visuellen Kunst zu tun hat? Oder ist das vielleicht domänenübergreifend? Und wenn man jetzt hergeht und versucht, ein strukturell gleiches
Experiment zu machen. Und es ist jetzt ein Beispiel für ein auditives Experiment, bei dem in der Kooperation mit der, auch mit der Co-Autorin der ersten Studie, mit der Arbeitsgruppe von Krabon damals am Max-Planck-Institut in Leipzig, Ricarda Schuberts, die sich für Prämotorik und Sequenzierung von Verhalten sehr interessiert. Ihre Doktorandin, die Katja Kornischewa, hat Stimuli gemacht für ein solches Experiment, bei dem es darum gehen sollte, zu schauen, inwieweit wir uns in rhythmische Strukturen latent eingrooven, und hat dafür verschiedene musikalische Parameter variiert, den Beat, ja, und die rhythmische Figur, das Tempo und auch das Instrument in sehr kurzen Ausschnitten. Jetzt muss ich einmal, hier ist meine Maus, die brauche ich nämlich hier leider. 3 Sekunden. Mit Percussion-Instrumenten. Kann man sich überlegen, welche dieser verschiedenen Variationen einen am besten gefallen. Ja, schneller, langsamer, sehr straight oder mit ein bisschen Groove. Die Probanden hatten ansonsten die gleichen Aufgaben. Es waren einmal Schönheitsurteile und es waren einmal Tempourteile, die wir erbeten haben. Und die Erwartung war, dass die Strukturen und die ich Ihnen eben gezeigt habe, für die haben wir das alle erwartet, bis auf die für die Symmetrieanalyse wichtigen räumlichen Strukturen, also Parietalkortex, frontale Augenfelder und visueller Kortex, die haben wir hier nicht erwartet, weil es sich ja um auditive Stimuli handelt. Da gibt es modalitätsspezifische Verarbeitungsareale, sodass wir also für die zentralen Strukturen ein ähnliches Muster erwartet haben. Und genau das haben wir gefunden in dem Paper dokumentiert, was die Katja Kornischewa 2010 in Human Brain Mapping veröffentlicht hat. Das heißt, wir finden hochgradig vergleichbare, zentrale, also domänenübergreifende neuronale Strukturen, die diesen bewertenden Urteilen, den bewertenden Schönheitsurteil, den Ästhetikurteilen zugrunde liegen. Das als Beispiel für 2 Studien, die mit zugegebenermaßen kleinen Ausschnitten aus der Welt versuchen, experimentalpsychologisch an diese neuronalen Strukturen heranzukommen. Warum fange ich damit an? Weil es 2 Beispiele sind für Psychophysik. Gustav Theodor Fechner, der von vielen als Begründer der experimentellen Psychologie gehandelt wird, Elemente der Psychophysik 1860, hat dieses Geist-Seele-Problem für uns heute gelöst, indem er gesagt hat, pragmatischer Dualismus ist unsere Herangehensweise. Wir können die Innenperspektive und die Außenperspektive nicht fusionieren. Wir können mit beiden irgendwie umgehen. Psychophysisch können wir die Innenperspektive in Skalen fassen. Wir können die Außenperspektive sowieso psychophysikalisch, chemisch und so weiter messen. Wir können mittlerweile auch das, was Fechner damals noch nicht konnte. Wir können physiologische Maße erheben. Wir können dem Gehirn bei der Arbeit zuschauen. Wir können andere körperliche Parameter, peripherphysiologische Parameter wie Hautleitfähigkeit, Durchblutung, Herzschlag, Muskelaktivität, Aktivität in der Peripherie, all diese Dinge, die können wir erheben und wir können Folgendes machen. Also Fechner war übrigens auch derjenige, der dann die Ästhetik, so wie wir sie jetzt gerade betreiben, von unten ins Leben gerufen hat. Also messend vorgehen, um dann durch ein Zusammenfügen, durch einzelne Mosaiksteine von solchen empirischen Studien, wie ich Ihnen gerade 2 gezeigt habe, an das große Bild heranzukommen. Ja? Nicht theoretisch von oben zu versuchen, alles zu erklären, sondern von unten induktiv mit vielen kleinen empirischen Studien. Wir bewegen uns genau in dieser Tradition. Es hat sich quasi seit Fechner nichts geändert. Wir verfolgen seinen Ansatz und wir verwenden sein analytisches Werkzeug. Denn wir setzen die körperlichen Aktivitäten, die Gehirnaktivität in dem Beispiel, in Beziehung zu den mentalen Prozessen. Und das machen wir mit Hilfe von
solchen quantifizierbaren Relationen, wo wir eben die objektiv messbare Welt sowie unsere Körperprozesse oder andere Dinge, physikalische, chemische Reize, physiologische Maße, Hirndurchblutung, Hirnaktivität und so weiter und so fort, Blickbewegung, wo wir all diese Dinge zu unserem Erleben, das, was Probandinnen und Probanden berichten, die Schönheitsurteile und die emotionalen Selbstauskünfte und so weiter in Beziehung setzen. Das ist nichts weiter als Psychophysik, reinste Psychophysik. Und Fechner hat dafür das analytische Werkzeug geliefert. Wir messen psychologische Variablen aus der Innenperspektive entweder zugänglich oder abgeleitet. Und wir messen aus der Außenperspektive unsere neurologischen, neurobiologischen oder physiologischen Parameter. Und wir setzen diese zueinander in Beziehung. Entweder in dem Versuch, Kausalwirkungen hervorzurufen, dass wir also mithilfe der unterschiedlichen mentalen Prozesse, die wir induzieren, wir werden noch Beispiele sehen, die physiologischen Reaktionen beeinflussen, kausal, oder dass wir uns anschauen, wie unterschiedliche körperliche Zustände sich auswirken auf das Erleben und Verhalten, oder wir schauen uns Korrelationen an. Die beiden Studien, die ich gerade gezeigt habe, sind korrelative Studien. Die sagen nichts über die Kausalwirkung aus, sondern die zeigen uns nur das Gehirnkorrelat dessen, was in unserem Erleben passiert, was die mentalen Prozesse des ästhetischen Urteils ausmacht. Und da gibt es ganz viele verschiedene Analyseebenen. Wir können uns das gesamte Gehirn anschauen, so wie wir das gerade gemacht haben. Wir können auch versuchen, kleiner und feiner zu werden. Ja, wir können versuchen, einzelne molekulare, wir können versuchen, genetische Marker zu erheben, wir können alle möglichen biologischen, neurobiologischen Maße erheben und diese in Beziehung setzen zu dem, was wir im Bereich der Psychologie finden. Und das ist das, was wir versuchen in unterschiedlichen Bereichen. Wir haben da natürlich das Problem, ich sagte Moostopf eingangs, in dem Moment, wo wir anfangen, das Erleben zu öffnen, indem wir beispielsweise Personen befragen, die gerade eine vierstündige Oper genießen, dass wir ganz, ganz viele Einflussfaktoren haben, die wir nicht isoliert kriegen. Das Ganze ist vielleicht gültiger, wenn es im Feld gemacht wird, ökologisch valider, sagt man. Vielleicht ist es das aber auch nicht. Ich glaube, dass der Schuh dann gut sitzt, wenn man beides versucht, miteinander zu kombinieren. Wenn wir die Laborstudien versuchen, mit den Feldstudien zu kombinieren und die kleinen, teiligen, experimentalpsychologisch kontrollierten Studien mit den größeren versuchen, so in Verbindung zu setzen, dass wir hier alle diese Ebenen, Analyseebenen in den beiden Perspektiven finden. Die Psychophysik und das, was wir in der Biopsychologie machen, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, quasi die zwei Seiten der dualistischen Medaille uns anzuschauen, ist das, was in meinem Rahmenmodell für die Psychologie der Ästhetik, was ich auch 2006 publiziert habe, hier unter Body and Mind gefasst wird. Die gesamte Neurobiologie, die gesamte körperliche Welt mit ihren ganzen Biosignalen verbirgt sich hierunter, sind immer nur so einzelne Schlagwörter genannt in dieser Visualisierung. Und die gesamte Psychologie befindet sich hier unter der Mind-Perspektive. Ich glaube, dass wir, um Psychologie der Ästhetik vernünftig machen zu können, nicht nur mit kognitiver Neurowissenschaft, also Body and Mind, auskommen, sondern dass wir auch Betrachtungen anstellen können, die die Geisteswissenschaften mit einbeziehen, die die Expertinnen und Experten in den einzelnen Domänen unserer Betrachtung mit einbeziehen. Ich kann kein Experte für Musik und Architektur und Lyrik und Literatur und all diese Dinge sein, sondern das geht nur in der interdisziplinären Kooperation. Das versuchen wir in unseren Studien. Wir versuchen immer die Expertinnen und Experten mit einzubeziehen, sodass wir für die einzelnen Domänen, für die einzelnen Inhaltsbereiche Personen haben, die da wissen, wie es läuft. Das heißt, diese Perspektive, verschiedene Domänen unterscheiden zu können, die gehört dazu aus meiner Sicht. Dann betrachtet natürlich die Kulturwissenschaft und die verschiedenen geisteswissenschaftlichen, auch sozialwissenschaftlichen Disziplinen, betrachten Dinge über die Zeit hinweg. Ja, die Kunstgeschichte zum Beispiel. Was ist mit
kultureller Evolution? Wie wirken sich Moden aus? Wie hochstabil sind ästhetische Urteile über die Zeit? Wird in ganz, ganz vielen Disziplinen betrachtet. Hierzu gehört auch zu dieser diachronen Perspektive das, was uns die biologische Evolutionsforschung mitteilt. Es gibt eine ganze Reihe von ästhetischen Präferenzen, die als universell gelten und von denen wir annehmen, dass sie evolutionär bereits tradiert sind. Eine Präferenz für einfache Markierungen, für das Dekorieren von uns selber, das Dekorieren von Orten und Objekten, mit denen wir uns umgeben. Eine Präferenz für Symmetrie, wie wir gerade gesehen haben, auch bei Gesichtern beispielsweise. Eine Präferenz für eine glatte, jugendliche, reine Haut im Vergleich zu einer, die es vielleicht nicht ist. Ja? Alles das sind Dinge, wo es evolutionäre und auch biologische Begründungen und Theorien dafür gibt, dass diese Präferenzen vorherrschen. Also das Einbeziehen dieser Perspektiven, wo quasi Homo sapiens sapiens als Spezies ernst genommen wird und auch vielleicht verglichen wird mit anderen Primaten oder anderen Spezies, ist ein wichtiger Zugang zu dem ganzen Feld. Das rundet die diachrone Perspektive ab und dann kann man natürlich auch synchron oder ipsichron gucken im Kulturvergleich über die einzelnen Kulturen, Länder und so weiter, die wir haben hinweg, aber auch was Subkulturen angeht, innerhalb einer Gesellschaft, einzelne Personengruppen. Und auch das versuchen wir zu tun. Eine Doktorandin von mir beschäftigt sich mit Tätowierungen und Körpermodifikationen und wir haben gerade eine Studie in der Durchführung, bei der sie Personen nach der Ästhetik von Tätowierungen befragt. Das ist in Hamburg in vielen Bereichen ein Phänomen, das gang und gäbe ist. Tätowierungen auch im Hals- und Gesichtsbereich fallen fast nicht mehr auf in diesen Stadtteilen. Wir haben aber auch ältere Personen befragt. Und das, was die Ästhetik von Tätowierungen ausmacht, können Sie sich vorstellen, ist tatsächlich diametral entgegengesetzt. Ja? Also die Eingangsvoraussetzung, wenn ich bestimmte Berufe ausführen möchte, dass ich dann schwer tätowiert bin und möglichst auch noch vorbestraft, ja, das ist so ein Vorurteil, das findet man, aber nicht mehr bei den jüngeren Personen. Also da gibt es eine ganze Menge interessante Fragestellungen, die uns auch dabei helfen, das Gesamtbild zu informieren, ja, die Psychologie der Ästhetik. Bleiben noch zwei Perspektiven und das ist der klassische Zugang der Psychologie, die paradigmatisch annimmt, dass Verhalten immer als Interaktion, als Wechselwirkung von Personenvariablen unserer Persönlichkeit, unseren Einstellungen, unseren Fähigkeiten und der Situation, in der wir uns befinden, realisiert wird. Also eine Interaktion von Person und Situation ist immer, zumindest analytisch greifbar, ist immer gegeben, sodass wir den gesamten Bereich der Psychologie der Ästhetik aus drei Gruppen dieser sieben Perspektiven aus meiner Sicht angehen können, nämlich zum einen einmal die Domänen mit der Person-Situationsinteraktion zusammenzufassen, die Kognitionsneurowissenschaften, so wie wir sie im Moment kennen, hier einmal und die Informationen aus der kultur- und geisteswissenschaftlichen Perspektive mit den Betrachtungen über die Zeit. Das als quasi kleine Vorgeschichte zu meinem Rahmenmodell. Alles das, was wir uns heute Abend noch anschauen, bewegt sich sozusagen hier drin. Jetzt hatte ich gesagt, dass wir die Ketten sprengen. Die Experimente, die ich Ihnen gezeigt habe mit den einfachen Mustern und diesen kleinen Rhythmusausschnitten von 3 Sekunden Länge, da kann man sich drüber streiten. Ist das etwas, was man wirklich als Ästhetik, als Stimuli für so etwas hernehmen sollte? Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt die Möglichkeit, und so die Studie ist gerade in Kooperation mit Elvira Bratico in Aarhus, anderen Kollegen dort, mit Kollegen in Mailand und in Jyväskylä in der Begutachtung. Wir können mittlerweile Personen einfach Musik hören lassen im Kernspintomographen. Und mit Hilfe der Signalverarbeitungsmethoden, die es gibt und die auch von den Kolleginnen und Kollegen entwickelt worden sind, hinterher schauen, wo sind Bereiche im Gehirn, die für schöne Passagen bei den meisten Personen aktiviert sind und was sind die, die für hässliche Musik aktiviert wird. Wenn man das machen kann, dann kann man sich auch die größeren Fragen stellen. Und Kollege Manninghaus, Winfried Manninghaus, einer der Direktoren des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik in Frankfurt, das es seit 5 Jahren gibt,
der hat mich vor gut 10 Jahren kontaktiert, als es darum ging, in der ersten Runde der Exzellenzinitiative in Berlin einen Cluster Languages of Emotions zu beleben. Und wir haben in dem Kontext dieses Clusters mit den hier unten genannten Personen, Valentin Wagler, Eugen Wasilewitzki und Julian Hanig, 2 Projekte bearbeitet. Und wir haben uns in dem einen Projekt dem Gefühl des Bewegtseins zugewendet, und zwar aus der geisteswissenschaftlichen Sicht, die Winfried Menninghaus vertritt, und der experimentalpsychologischen, akademisch-psychologischen Sicht, für die ich gestanden habe. Und was wir gemacht haben, war in mehreren Studien Beispiele dafür, wie Bewegtsein aussehen kann, welche Charakteristika diese Emotion hat, experimentell zu induzieren und uns auf diese Art und Weise zu einem größeren Theoriepapier, zu einem größeren theoretischen Entwurf, der dieses Jahr in Psychological Review erschienen ist, im Frühjahr vorzuarbeiten. Das Bewegtsein als einen Zustand, als einen emotionalen Zustand, der häufig eine gemischte Qualität hat, der positive und negative, der aus Happies und Sad gespeist wird sehr häufig, den wir in unterschiedlichen Situationen erleben, natürlich nicht nur bei der Kunstrezeption, sondern auch in anderen Situationen, wie beispielsweise Gottesdiensten oder Trauerfeiern oder Hochzeiten, ja, Familienfeiern, wenn es um bewegende soziale Interaktionen geht, den wir da auch erleben. Dieser Zustand des Bewegtseins, der mit eben solchen charakteristischen, auslösenden Ereignissen, der gekennzeichnet ist durch eine bestimmte Kombination von Valenz, von Evaluation und auch einer körperlichen Aktivierung, die eher sozusagen gering ausfällt im Vergleich der Emotionen untereinander, der mit bestimmten Bewertungen einhergeht, bei denen die Person selber, die jetzt sich bewegt fühlt, häufig eine beobachtende Rolle einnimmt und vielleicht gerne möchte, dass die Situation, in der sie sich befindet, noch etwas länger andauert. Aber es gibt häufig eigentlich keine Handlungsimplikationen, die mit bestimmten physiologischen Prozessen einhergeht. In Momenten des maximalen Bewegtseins kann es vorkommen, dass wir neben Tränen, zu denen wir gerührt oder bewegt werden, eine Gänsehaut verspüren. Diese Gänsehaut kann man messen. Ja, es ist eine Reaktion der Hautoberfläche, bei der sich die Härchen aufstellen. Auch bei epilierter oder rasierter Haut sind sozusagen die Haarfollikel ausreichend, um mit einem einfachen Videobild, was man da mehrfach Fourier transformiert, die Unterschiede zwischen aufgerichteten und nicht aufgerichteten Haaren abzubilden. Eugen Wasilewitzki hat da sehr schöne Studien gemacht, bei denen er zeigen kann, dass wir Gänsehaut beim Hören von Gedichten beispielsweise erleben können, wenn die uns besonders bewegen. Also diese Physiologie ist messbar. Ob das jetzt immer im Feld sein kann, ist die Frage. Diese Dinger sind relativ klobig. Ja? Das hat man dann auf dem Arm. Er hat jetzt mittlerweile die Leute mit an 4 verschiedenen Stellen mit so einer Kamera versehen. Damit gehe ich eigentlich nicht ins Theater oder in die Galerie, sondern sitze ich vielleicht zu Hause auf der Couch. Aber solche Situationen hat es gegeben. Da kann man diese Physiologie tatsächlich messen. Bewegtsein wird im Mittel positiv bewertet. Es hat häufig einen eher freudig dominierte Empfindungsqualität. Und es hat eine ganze Reihe von Funktionen, die sowohl für unsere Emotionsregulation, aber auch für soziale Kohäsion, für prosoziale Aspekte von Bedeutung sind. Es gibt Begriffe dafür in ganz, ganz vielen Sprachen. Und wir erleben im Moment, dass auch andere Gruppen dem Bewegtsein nicht besonders, davon nicht so sonderlich unterschiedliche Emotionen propagieren. Etwas, das auf der emotionspsychologischen Landkarte gefehlt hat und mit dem man sich jetzt sowohl theoretisch als auch empirisch und in größeren Kontexten beschäftigen kann.
So ein Beispiel für das, was wir jetzt machen. Das Bewegtsein hier nochmal in einer etwas anderen Darstellung. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, neben den fechnerschen Experimenten auch zu versuchen, die größeren Zusammenhänge uns anzuschauen. Und alles, was dazwischen liegt, ist quasi mehr oder weniger in Reichweite. Wenn wir jetzt nochmal wieder Richtung Psychologie zurückgehen, dann interessieren uns natürlich, welche Teilprozesse sind beteiligt. Wir wollen gerne wissen, was muss ich vorher machen, bevor ich sinnvoll ein ästhetisches Urteil fällen kann. Gibt es auf der Basis dessen, was ich wahrnehme, die Konstruktionsprozesse mentaler Repräsentationen? Wie sehen die aus? Wie viele gibt es? Wie sind die in der Zeit strukturiert? Ist es tatsächlich so, dass ich mir erst eine elaborierte Wahrnehmung schaffe, eine elaborierte mentale Repräsentation, bevor ich anfange zu urteilen? Oder ist es vielmehr so, dass das kaskadierend ist, dass ich auf der Basis auch schon präliminärer, kleinerer Aspekte anfange zu bewerten? Sind die einfachen Positiv-Negativ-Reaktionen, die Liking, die Gefallensreaktionen, gehen die immer mit ein? Oder ist es so, dass ich eigentlich nur dann das größere Ganze bewerte? Das sind Fragen, die wir uns stellen. Und eine Möglichkeit, sich diesen Teilprozessen zu nähern, ist das über mentale Chronometrie zu machen. Sich anzuschauen, welche Teilprozesse habe ich hier und wie sind die in der Zeit organisiert. Die Kernspinnmethode erlaubt das nicht besonders gut. Da haben wir zwar eine gute Lokalisation im Raum, eine gute Neurolokalisation, wir haben aber eine Projektion in der Zeit. Ja, das ist sozusagen der gesamte Verarbeitungsprozess ist hier auf ein Bild projiziert. Was wir also stattdessen machen können, ist zum Beispiel mit Hilfe ereigniskorrelierter Hirnpotenziale uns den Zeitverlauf anzuschauen. Eine Methode, die auch seit 50 Jahren quasi verwendet wird, auch komplexere mentale Prozesse sich anzuschauen und die seit bestimmt 30 Jahren Standard ist oder wenn nicht noch länger. Die Summenaktivität des Gehirns, die wir auf der Kopfoberfläche nicht invasiv messen können, erlaubt es uns, also das EEG, erlaubt es uns, mit Hilfe verschiedener Verfahren an die hirnphysiologische Aktivität heranzukommen, die mit einem bestimmten Ereignis verbunden ist. Also mit der Präsentation eines Bildes, eines Gemäldes oder mit der Musik, die präsentiert wird, oder mit der Reaktion, die ich abgebe. Ich kann dadurch, dass sich mehrere experimentell äquivalente Epochen eine Probande in einem Probanden zeige, das ist hier mit S für Stimulus repräsentiert. Ich habe also hier 1, 2, 3, 4 Epochen in diesem Beispiel, die sind alle experimentell gleich und ich kann die dann übereinanderlegen, ja, Punkt für Punkt übereinanderlegen und bekomme dann die Möglichkeit, das so zu mitteln, dass alles das, was an Gehirnaktivität zufällig verteilt ist, zu meinem interessierenden Prozess. Über diesen Mittlungsprozess, das Rauschen wird quasi zurückgedrängt, im Idealfall eliminiert. Das hier ist ein idealisiertes, sogenanntes ereigniskorreliertes Hirnpotenzial, was eben nur den Potenzialverlauf, den Spannungsverlauf über die Zeit widerspiegelt, der meine Mittlung hier überlebt hat. Also hier auf der X-Achse die Zeit in Millisekunden, das hier wäre eine Sekunde. Und die Spannung in Millionstel Volt, in Mikrovolt, mit einer negativen Polarität nach oben abgetragen. Da gibt es verschiedene Konventionen. Wir machen das in der Regel so. Und was man dann bekommt, ist ein charakteristischer Potentialverlauf, der für die Zeit, für die Polarität, für die Stelle auf der Kopfoberfläche, die Topografie und im Idealfall auch die Funktion charakteristisch ist und deswegen als Komponente bezeichnet wird und wiederum ein Korrelat der mentalen Verarbeitung darstellt. Auch da gibt es eine ganze Reihe von bereits bekannten Komponenten des ereigniskorrelierten Potenzials, die wir benutzen können, um der mentalen Verarbeitung näher zu kommen. Und was haben wir gemacht? Genau die gleiche Studie, die Sie schon kennen, mit den grafischen Mustern, haben wir mit EEG gemessen und wir finden wiederum eine doppelte Dissoziation. Wir stellen fest, dass Personen bereits nach 300 Millisekunden eine Eindrucksbildung hatten, bei dem sie die nicht schönen von den schönen Stimuli trennen.
Das ist hier, was wir als frühe Negativierung bezeichnet haben, das mit dem Früh ist immer relativ in diesen Zusammenhängen, mit einer Verteilung auf der Kopfoberfläche. Das ist eine Aufsicht, eine topografische Karte. Die Nase wäre etwa hier, hier wären die Ohren. Also etwas, was hier ein negativer Peak, der ungefähr hier sein Maximum hat, zwischen 300 und 400 Millisekunden. Da weiß das Gehirn schon, wie die Antwort ausfallen wird. Über diese grafischen Muster, was das ästhetische Urteil angeht. Und es gibt dann, das ist neu, diese Komponente war neu, wir haben sie repliziert mit Gesichtern beispielsweise und auch in anderen Kontexten. Was wir dann noch gefunden haben als zweiten Teilprozess, ist eine elektrophysiologische Komponente, die als Late Positive Potential, als spätes positives Potenzial bezeichnet wird, welche über der rechten Hemisphäre die größere Ausprägung hat. Das ist hier wieder genau die gleiche Ansicht und man sieht, dass das hier ein bisschen schief ist. Hier ist also diese Positivierung stärker über der rechten Hemisphäre als über der linken. Kennen wir aus der Literatur für die unterschiedlichsten Aufgaben und die unterschiedlichsten Prozesse der Evaluation mit einer Kategorisierung am Schluss. Das zeigt uns in einem Zeitbereich von 440 bis 880 Millisekunden nach Stimulusbeginn, so bei 1000-1200 Millisekunden kommt dann die Reaktion, dass die Personen evaluativ kategorisieren. Das wollen wir ja auch in der Aufgabe. Ja, man muss ja ein Ja oder Nein drücken. Für die Symmetrieaufgabe gibt es ein ganz anderes Muster. Da gibt es die Negativierung nicht, die Frontale. Es gibt auch diese evaluative Kategorisierung nicht. Ist auch gut, denn das hätte man ja nicht erwartet. Was es stattdessen gibt, gibt es eine Indikation von Symmetrieverarbeitung. Etwas, das wir so auch noch nicht gesehen hatten und was wir in unserer Veröffentlichung als Sustained Negativity bezeichnet haben. Als Posterior Sustained Negativity. Es gibt eine Arbeitsgruppe in Liverpool in Großbritannien, Marco Bertamini und Alexis Makin, die haben das aufgegriffen und in einer ganzen Reihe von Studien gezeigt, dass das eine Komponente ist, die obligatorische Symmetrieverarbeitung reflektiert. Das sieht bei denen ein bisschen anders aus, die machen ihre Maße etwas anders, die werten etwas anders aus. Wir haben letztes Jahr unsere Daten von 2003 reanalysiert mit deren Analyseverfahren und unsere sehen dann genauso aus wie deren. Das heißt, was wir hier haben, ist eine für das deskriptive Urteil, ein Korrelat der Symmetrieverarbeitung, das tatsächlich obligatorisch ist. Es wird auch von der Aufgabe moduliert, was man jetzt mittlerweile in vielen anderen Kontexten auch gefunden hat. Gleiche Stimuli, andere Aufgabe, der mentale Zugang zu der Bearbeitung dieser beiden Urteile ist anders. Einmal holistisch, ja, evaluativ und hier auf der Symmetrieseite eher analytisch und eben deskriptiv, nicht evaluativ. Was erlaubt uns jetzt diese EKP-Betrachtung? Wir wissen was über den Zeitverlauf dieser einzelnen Teilprozesse und über die Teilprozesse selber erstmal. Was wir auch sehen, ist, dass die elektrophysiologischen Korrelate der Konstruktion der mentalen Repräsentation, die Potenziale, die mit der Wahrnehmung in Verbindung gebracht werden, die in der Regel so zwischen 0 und vielleicht 150 Millisekunden ablaufen nach Beginn der Präsentation, unterscheiden sich nicht. Hier ist ein bisschen Rauschen drin, aber die unterscheiden sich nicht zwischen unseren Bedingungen. Sie unterscheiden sich auch nicht, wenn man eine andere darstellt, zwischen dem Symmetrieurteil und dem evaluativen Urteil. Das heißt, die Konstruktion der mentalen Repräsentation, die scheint erstmal gleich abzulaufen, die Evaluation kommt dann später. Das ist etwas, was wir für diese Reize zumindest für uns in Anspruch nehmen und wo man mal gucken kann, ob das für andere Reize und für andere Studien eben auch gilt. Das wollen wir uns für Musik einmal anschauen. Musik ist ein Bereich, der in den kognitiven Neurowissenschaften und in der Psychologie eigenständig ist, ein großer Bereich. Neben der Psycholinguistik gibt es auch einen großen Bereich der Musikpsychologie. Es gibt auch im Bereich der Musikwissenschaft einen eigenen Bereich. Der nennt sich dann bei uns systematische Musikwissenschaft. Ist eigentlich nichts anderes, nur eben bei den Musikern angesiedelt. Und international heißt die systematische Musikwissenschaft Musicology.
Und da kann man auch gucken, was sind denn jetzt hier die Charakteristika? Was brauche ich an Analyse meines Stimulusmaterials, an Analyse der, also Signalanalyse dieser Musik beispielsweise, um an die Merkmale ranzukommen, die jetzt vielleicht für die Ästhetik relevant sind? Und hier ist ganz klar, gibt es eine ganze Reihe von Merkmalen, die einem sofort einfallen würden, ja, Konsonanz, Dissonanz von einzelnen Akkorden, von einzelnen Schalen, Harmonie, Meter, Tonalität, Timbre, ja, rhythmische Figuren und so weiter. Das sind alles Dinge, die hier eine Rolle spielen. Und man kann uns auch fragen, was sind denn überhaupt die Konzepte? Was ist das, was wir verwenden, wenn wir Musik ästhetisch beurteilen? Worum geht's da? Wir haben in einer Reihe von Studien uns das für verschiedene Domänen angeschaut, immer mit der Frage, was sind die zentralen Langzeitgedächtnisrepräsentationen, die zentralen Konzepte für verschiedene Domänen. Und da kann man für Musik festhalten, das ist jetzt so eine zweidimensionale Repräsentation, wo auf der Basis der Ähnlichkeiten in den Antwortprofilen unserer Versuchspersonen ein Unterschiedsmaß generiert wurde, was wir dann in eine multidimensionale Skalierung gesteckt haben. Und diese zweidimensionale Lösung gibt uns quasi so eine Art Karte des Verhältnisses der relevanten Konzepte. Im Zentrum stehen die relevanteren und je weiter man nach außen kommt, desto weniger bedeutsam sind die Konzepte für die Musik. Das Schöne ist tatsächlich das zentrale Konzept. In ganz vielen Domänen finden wir das Beauty, das Schöne, das Primat hat. Wir finden das für Objekte, wir finden das im Bereich der Literatur, wir finden es für Musik, wir finden es für Gesichter, wir finden es für Landschaften, für Möbel und so weiter und so fort. Also in ganz, ganz vielen Domänen ist Schönheit tatsächlich ganz wichtig und nicht schön, ja, oder hässlich kommt dann häufig mit einer gewissen Distanz. Was ist noch wichtig für Musik? Melodie, Rhythmus, ja, sowas wie Kraft, aber auch emotionale Terme wie berührend sind hier wichtig. Wenn man jetzt sagt, okay, wir haben Versuchspersonen assoziieren lassen, sie gefragt, was ist denn wichtig, schreibt mir das mal auf und dann haben wir das statistisch analysiert, da kommt doch nur Rauschen raus, das ist alles eine Artefakt der Methode. Ist es nicht? Ja, das kann man sehen. Es gibt systematische, brauchbare Unterschiede zwischen den einzelnen Domänen. Lyrik beispielsweise ist relativ nah an der Musik dran. Und dafür gibt es auch natürlich theoretisch, geisteswissenschaftlich theoretische Begründungen und auch historische Bezüge, ja, dass sozusagen Lyrik sehr viel mit Gesang zu tun hat und dass Rhythmus und Melodie ganz wichtige Parameter sind. Gut, das heißt also, für die Musik haben wir uns so eine kleine Sphäre geschaffen. Und auch da ein strukturell einigermaßen ähnliches Experiment konstruiert. Wir haben hier eine Abfolge von Akkorden, so eine Kadenz produziert, die ist, oder verschiedene davon, die können als finalen Akkord in dieser Abfolge drei verschiedene Bedingungen realisieren. Zum einen, der passt. Ja? Wenn man so die westliche Harmonielehre, die Wiener Klassik zugrunde legt, dann gibt es hier kongruente Schlussakkorde, inkongruente, nicht passende und sowas wie Ambige, ja, wo man nicht so genau weiß, passt das jetzt oder passt das nicht. Und wenn wir das wieder mit EEG untersuchen, dann in der Studie haben wir jetzt Musikerinnen, Musiker, Experten mit Laien verglichen, dann findet man natürlich über den Zeitverlauf dieser gesamten Kadenz Korrelate der Verarbeitung, die auch mit dem Stimulus aus- und einschalten sozusagen einhergehen. Hier also charakteristische Abfolgen von unseren Komponenten, die wir auch an anderen Stellen gefunden haben. Das sozusagen zeigt, dass diese Daten Substanz haben. Und wenn man sich jetzt anschaut, welchen Effekt hat denn diese Inkongruenz, die wir in unsere Kadenzen eingebaut haben, und unterscheidet sich die Verarbeitung zwischen Experten und Laien, dann können wir feststellen, dass die Experten viel sensitiver sind, würde man ja auch erwarten. Musikerinnen und Musiker können diese Verletzungen, diese Erwartungsverletzungen deutlich präziser verarbeiten. Wir haben ein Korrelat im ereigniskorrelierten Hirnpotenzial, eine frühe rechtsanteriore Negativierung, Early Right Anterior Negativity, oder hier ERAN abgekürzt, die ungefähr hier ihr Maximum hat, für die wir festhalten können, dass die Experten einen größeren Ausschlag
zeigen als die Laien. Ja, bei denen wird also mehr Erwartungsverletzung produziert, durch synchrone Gehirnaktivität hier abgebildet. Wir können sehen, dass die auch für die ambigen Kadenzen noch so eine Verletzungsreaktion haben, während das bei den Laien durchgeht. Und das alles passiert, bevor die evaluativen Urteile einsetzen. Also die Informationskonstruktion ist wieder passiert. Wir können davon ausgehen, dass die mentale Repräsentation dieser Kongruenzverarbeitung, dieser Verletzung der Erwartung in das ästhetische Urteil mit einbezogen worden ist. Denn wir sehen, dass die Korrelate quasi diese zeitliche Aufeinanderfolge haben, mentale Chronometrie mit Hilfe der ereigniskorrelierten Hirnpotenziale. Ein Beispiel dafür. Jetzt kann man das weitertreiben. Wir haben kurze Ausschnitte gesehen und ich sagte, wir können mittlerweile dieses Free Listening machen, wo Probanden im Scanner ein ganzes Musikstück hören. Die Studie, die wir uns jetzt anschauen wollen, bei der ging das noch nicht. Da waren 18 Sekunden das Maximum. Kann man auch sagen, gut, 18 Sekunden, ist das wirklich Musik hören? Kann man drüber streiten. Ist aber schon ganz gut. Ja? Es gibt Daten, die zeigen, dass man bereits nach einer Sekunde, nach anderthalb Sekunden entscheiden kann, ob man eine Musik weiterhören möchte oder nicht, ob sie einem gefällt oder nicht. Ja, das geht relativ schnell und 18 Sekunden ist sozusagen hier ein ganz guter Kompromiss gewesen. Vielleicht sollte ich noch sagen, worum es hier ging. Wir haben die Probanden gebeten, uns ein deskriptives Urteil darüber zu geben, ob sie diesen Musikausschnitt als fröhlich oder traurig einstufen würden und ob sie den mögen oder nicht. Ja, so ein Liking-Urteil als eine Variante des ästhetischen Urteils und das deskriptive Urteil ist quasi das Erkennen der vermeintlich ausgesagten Emotion in der Musik. Und wenn man jetzt diesen deutlich komplexeren mentalen Vorgang mit der längeren Hördauer sich anschaut, dann sieht man, dass es auch ein deutlich größeres neuronales Netzwerk gibt, das als Korrelat dem zugrunde liegt. Wir finden viel mehr Aktivierungen, die zum Beispiel der emotionalen Verarbeitung zugrunde liegen, wo wir im primären und sekundären auditiven Kortex, im superioren Temporallappen, Bilateralaktivierung finden, wo wir die Aktivierung im inferioren Frontallappen, die wir gesehen haben, finden, ja, und auch an anderen Stellen Aktivierungen, die indizieren, ja, dass dieses Netzwerk, die werden immer dynamisch konfiguriert, je nachdem, was wir gerade machen, mental, dass das größer ausfällt. Das Gleiche gilt für die Liking Urteile und wir können auch die Unterschiede zwischen den Musikerinnen und Musikern und unseren Laien auf diese Art und Weise abbilden, wo zum Beispiel auch ja, die Präzision der Verarbeitung der Musik, was mit der Aktivierung oder den Prozessen, die im Superior- und Temporallappen passieren, kovariiert und verschiedene andere Dinge auch. Wir können einen Schritt weiter gehen und uns anschauen, was passiert, wenn wir Musik hören, die entweder mit Text versehen ist, wo also Lyrics dazu da sind und wir über den Text eine ganz andere Bedeutungskonstruktion induzieren können, wo das Meaning-Making sich dadurch unterscheidet, dass ich eben nicht metaphorisch hören muss vielleicht, sondern dass ich die Bedeutung mitgeliefert bekomme. Und diese Möglichkeiten sind auch in der Signalanalyse gegeben, wo ich quasi den Musikschall auf verschiedene Aspekte hin untersuchen kann. Ich kann anschauen, wie ist das Tempo, wie ist die Tonart, wie viele Töne habe ich pro Minute, wie sind die Entwicklungen des Schalls über die Zeit, ja, dieser sogenannte Attack Slope, wo man sehen kann, dass Instrumente unterscheiden sich darin, wie schnell sich die Energie des Schalls entwickelt. Und alle diese Dinge kann man messen und dann kann man das in Verbindung setzen zu den Antworten, zu den emotionalen Reaktionen, die Personen haben auf diese Musik. Man kann zum einen fragen, hast du erkannt, ob es sich um fröhliche oder traurige Musik handelt, bei den beiden Varianten mit oder ohne
Lyrik und man kann auch schauen, bist du selber affiziert worden durch diese Musik? Ja, das sind dann in dem Fall alles sozusagen Kontrollen, dass die experimentelle Variation auch funktioniert, wenn also das mit der Recognition klappt, wenn die Leute die Emotionen erkennen und dann auch in die Richtung selber affiziert sind. Man kann Valenzurteile und Schönheitsurteile erheben, um zu schauen, ob diese Bedingungen, die man kreiert hat, dann auch im Selbstbericht der Probanden zumindest so funktioniert haben. Und dann können wir uns anschauen, ob es jetzt auf das neuronale Netzwerk, das mit der Verarbeitung befasst ist, unterschiedliche Effekte gibt durch das Vorhandensein von Text in der Musik, ja, von Gesang oder eben Englisch den Lyrics, oder ob das nicht der Fall ist. Und da sehen wir, dass sich das Netzwerk unterschiedlich konfiguriert. Auch da sind wieder natürlich die Strukturen, die mit der kognitiven Verarbeitung befasst sind, dem superioren Temporallappen, aber auch den Strukturen, die wir bereits aus dem Evaluativen kennen. Es gibt Unterschiede, die emotionale Affizierung wird durch den Textanteil, wird durch die Lyrics getrieben. Da gibt es also anterior-singuläre Aktivierung, singulärer Kortex und verschiedene andere Strukturen auch, die in diesem Netzwerk beteiligt sind. Und wenn man sich jetzt die einzelnen Studien und die verschiedenen Auflösungsgrade einmal vornimmt, dann können wir ein Modell generieren, das mehrere Dinge kann und auch viele Dinge nicht kann. Fangen wir mit dem an, was es nicht kann. Es kann, so wie wir es hier aufgeschrieben haben, nur eine Sekunde abbilden. Im Analog zu vielen Modellen, wie wir aus der Psycholinguistik kennen, ist es ein Modell, das quasi im Verlauf des Musikhörens immer wieder angestoßen wird, wie eine Kaskade, immer wieder neu mit jedem einzelnen Ton, mit jedem Akkord, den wir hören, durchlaufen wir eine Verarbeitung, wo wir hier eine Zeitachse haben wieder, ja, es geht los mit Hirnstammpotenzialen, frühen auditiven Verarbeitung, wo Konsonanz-Dissonanz bereits verarbeitet wird und die Konstruktion quasi für die Bewertung schon mitgeliefert wird, das passiert ganz früh. Aber wir haben auch späte Effekte, wo die evaluative Kategorisierung beispielsweise eine Rolle spielt, die wir kennengelernt haben, wo wir dann Einflüsse aus dem Kontext sicherlich annehmen müssen, in dem wir uns gerade befinden und der Persönlichkeit und so weiter und so fort. Immer eine Interaktion von verschiedenen Faktoren, ja, mit unserer Einstellung, unserer Stimmung und so weiter, kovariiert das alles und auch mit dem Setting, in dem wir uns befinden natürlich. Aber es gibt eine ganze Reihe von Befunden, die sowohl mit Hilfe der ereigniskorrelierten Hirnpotenziale als auch mit Hilfe der Kernspintomographie und anderer neurolokalisatorischer Verfahren uns nahelegen, wann einzelne Dinge passieren und wo sie lokalisiert sind im Gehirn. Ja? Also Merkmalsintegration, frühe emotionale Reaktionen auf der Basis zum Beispiel von Konsonanz, Dissonanz, dem Erkennen von einzelnen Regeln, dem Erkennen von stilistischen Variationen, dem Erkennen von einzelnen Genres in dem Zeitraum, in dem wir die Eran gerade kennengelernt haben. Dann die Bewertungsprozesse, die so nach 300 Millisekunden einsetzen, in etwa, ja, das Kontext-Updating und erste diskrete affektive Reaktionen, die auf der Basis dann einer komplexeren kognitiven Repräsentation stattfinden und weitergehende Differenzierung in die Netzwerke, die dann allgemeinerer Art sind, sowohl für die ästhetischen Urteile als auch für das, was man als ästhetische Emotionen bezeichnen kann. Und dann ein bewusstes, ein phänomenal zugängliches Urteil, ein Erleben, was man als Conscious Liking bezeichnen kann. Klar, mit einer Interaktion des eigenen Geschmacks. Wir haben Befunde, die zeigen, dass sich Personen mit ganz ausgeprägten Präferenzen für verschiedene Genres eben auch in ihren Urteilsprozessen natürlich unterscheiden. Dieses Modell ist quasi der Stand der Forschung von nach 2012 etwa von Elvira Bratico, Brigitte Bogert und mir in Frontiers veröffentlicht. Da müsste man natürlich noch eine ganze Menge hinzufügen. Also von den größeren Verarbeitungsschritten. Hier wäre ein Beispiel dafür, dass man erkennen kann, ob jemand jetzt zur Gruppe der Latin Music Lovers oder der Rock'n'Roll Freunde gehört. Ja, auch diese quasi Langzeitgedächtnisrepräsentation, die Genrepräferenz findet Eingang
in die Hirnaktivität und lässt sich mit Hilfe der ereigniskorrelierten Potenziale hier in verschiedenen Stufen in dem Verarbeitungspfad ablesen. Wir erinnern uns an Fechner, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Jeder mentale Prozess, auch der des Geschmacks, muss in irgendeiner Form eine körperliche Entsprechung haben, wenn man diese pragmatisch-dualistische Analyse zugrunde legt. Ja, wir haben ein paar Beispiele gesehen aus verschiedenen Domänen. Ich habe mit Visuellem und mit der Musik begonnen und Ihnen ein paar Dinge gezeigt. Wollen wir uns noch ein paar Kleinigkeiten anschauen, die jetzt wieder von oben kommen. Der Genuss negativer Emotionen ist etwas, was in der theoretischen Betrachtung der Ästhetik eine Selbstverständlichkeit ist. In unserem eigenen Kunsterleben wahrscheinlich auch eine Selbstverständlichkeit. In der experimentalpsychologischen Literatur aber nicht zu finden war. Mustopf ist schwierig zu untersuchen. Wie will man das machen? Wir haben versucht, wieder mit Winfried Manninghaus und den Kollegen im Berliner Cluster uns dem zu nähern. Was wir hier sehen, ist quasi die theoretische Zusammenfassung. Wir gehen davon aus, dass negative Emotionen genussfähig werden, wenn man zwei Faktoren realisiert. Zum einen sich distanzieren kann, wenn ich mich sicher wähne, wenn ich mein Kunstschema aktiviert habe oder mein Fiction-Schema, wenn ich also in meinem Situationsmodell das drin habe, das mir sagt, das ist in Ordnung. Der Horror passiert auf der Leinwand, du bist sicher, du kannst es genießen. Dann ist es mir möglich, das zu umarmen, Embracing Factors, und dann auf verschiedene Arten und Weisen dem Genuss abzugewinnen. Zum Beispiel, indem ich bewegt werde oder indem ich Bedeutungskonstruktion mache. Ja, das sind die fünf verschiedenen Möglichkeiten des Embracement, was wir haben. Wir haben dieses Modell aufgestellt, auch auf der Basis von empirischen Befunden. Zum einen haben wir Personen verärgert. Ärger ist etwas, mit dem die Kunst ab und zu arbeitet, vielleicht nicht sehr häufig. Wir haben eine Theaterproduktion gemacht mit einer 1:1 Performance, bei denen immer ein Performer eine Person bespielt hat. Und wir haben aus der psychologischen Literatur alle möglichen Verärgerungsmittel uns zusammengesucht. Was haben wir dann noch gemacht? Wir haben das auf dem Theaterfestival angemeldet. Das war als Kunstperformance da verfügbar. Und die Leute, die zu uns kamen, waren Theaterbesucherinnen und Theaterbesucher. Wir haben ihnen hinterher gesagt, pass mal auf, das ist übrigens auch eine wissenschaftliche Arbeit. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn wir deine Daten benutzen dürfen für unsere Forschung. Und wir haben natürlich die Leute auch wieder runtergebracht, dass sie nicht mehr so böse auf uns waren. Wir haben noch was Zweites gemacht. Wir haben eine Firma gegründet, eine Scheinfirma. So eine Personalberatungsfirma, Ominura Solutions hieß die, mit einer eigenen Webseite und Telefon und Leuten, die da anrufen können und so weiter und so fort. Und wir haben Probanden rekrutiert für einen kognitiven Test, den wir evaluieren wollten. Die haben dafür Geld gekriegt, die haben nicht Kunst genossen, obwohl, das war verblindet, die genau die gleiche Behandlung erhalten haben. Und was man sich jetzt angucken kann, ist, wie ist die Ärgerreaktion oder vielleicht das Mögen in Abhängigkeit dieser Aktivierung des Kunstschemas. Wenn ich im Theater bin, erwarte ich alle möglichen Dinge und ich kann es vielleicht genießen. Wenn ich irgendwo hingehe, um Geld zu verdienen, dann erwarte ich nicht, dass ich da schlecht behandelt werde. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich das genießen kann, ist nicht so groß. Wir haben da zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedliche Selbstberichts- und auch physiologische Maße von unseren Probandinnen und Probanden erhoben, eben in diesen beiden Bedingungen. Und was man sehen kann, ist, dass sich sowohl der positive Effekt, der negative Effekt, der Ärger, den wir induzieren konnten, und das, was Personen an Genuss aus der Situation zu diesen Messzeitpunkten ziehen konnten, sich doch substanziell unterscheidet. Die Theaterbesucher, die konnten das deutlich positiver bewerten und mehr genießen als die Personen, die eben nicht im Theater waren. Und die physiologischen Maße, hier die Blutdruckmaße und der Puls, die gehen da in die gleiche Richtung. Ekel wird häufig verwendet in der Kunst. Es gibt eine ganze Reihe von bekannten Künstlerinnen und Künstlern, die mit Ekel arbeiten. Wenn Sie jetzt sehr sensitiv sein sollten für Ekel, dann gucken Sie vielleicht nicht hin, obwohl so schlimm ist es auch nicht. Wir haben unseren Leuten eklige Bilder gezeigt.
Ja? Verschimmeltes Toastbrot, schmutzige Sanitäreinrichtungen, was man halt so hat. Und man kann in zwei verschiedenen Bedingungen einmal sagen, pass mal auf, das ist Kunst. Und in der anderen Bedingung, das brauchen wir als Material für eine Hygieneinstruktion. Ja, so eine realweltliche Rahmung. Und das hat auch funktioniert. Wir kriegen für die Kunstrahmung, für diese Stimuli, deutlich positivere Bewertungen und deutlich geringere Negativbewertungen. Also ein experimenteller Beleg für die Genussfähigkeit oder Genussfähigmachung von Ekel. Auch dazu gibt es theoretisch ganz viele Belege. Also zwei Beispiele, Ärger und Ekel, die wir empirisch untersucht haben im Labor und auch im Feld, die diesem theoretischen Modell zugrunde liegen. Gesichter hatte ich schon angedeutet, ja, ist auch eine Domäne, die vielfach untersucht wird. Da finden wir unsere frühe Negativierung auch mit einer leicht anderen Latenz und einer leicht anderen Topografie, Fläche auf der Kopfoberfläche, nur als nochmal ein Beispiel für eine andere eigene Domäne. Gesichter sind ein eigenes Feld. Und zum Abschluss möchte ich Ihnen gerne noch aus dem Bereich der Architektur zwei Beispiele zeigen. Auch hier ist es mittlerweile so, dass ein Bereich, der, ja, wie soll ich sagen, für die wissenschaftliche Untersuchung eigentlich lange Zeit brachgelegen hat. Wir haben ja von der Musicology gesprochen, von der systematischen Musikwissenschaft. Eine systematische Architekturwissenschaft findet man fast nicht, wenn überhaupt. Architecturology gibt es nicht. Natürlich kann man versuchen, das auch mit unseren experimentalpsychologisch-empirischen Methoden zu untersuchen. Und das passiert jetzt auch immer mehr. Zum Beispiel bei der Betrachtung von Straßenräumen können wir feststellen, dass Grün ganz wichtig ist. Grün ist der wichtigste Faktor für die Schönheit von Straßenräumen. Übrigens auch für den Erholungswert. Das sagen die Umweltpsychologinnen und Psychologen. Ja, die Uniformität von Stil, vom Baustil, die Homogenität der Größen der Baukörper, das ist der drittwichtigste Faktor. Und Symmetrie ist auch wichtig, aber tatsächlich nur der viertwichtigste Faktor in dieser Studie zu Straßenräumen. Was ist mit architektonischen Interieur? Was ist mit Räumen wie diesem hier? Und da gibt es unterschiedliche Hypothesen dazu, inwieweit sich eckige, kantige Gestaltungen unterscheiden von runden, kurvigen Gestaltungen. Die Hypothese lautet, dass sich sozusagen Curved Lines positiv abheben und die Befunde, die die Kollegen um Ocean Vartanian, Martin Scow und Anjan Chatterjee haben, die deuten das auch an. Ja, die haben also sozusagen kurvige Inneneinrichtungen verglichen mit welchen, die sehr rechteckig sind und haben verschiedene Deckenhöhen und verschiedene Grade der Offenheit dazu auch noch untersucht und können zeigen, dass sowohl die ästhetischen Urteile über die kurvigen Inneneinrichtungen oder die gekurvten Gestaltungen positiver bewertet werden im Schönheitsurteil, aber auch mit sowas wie einem Handlungsimpuls, also der Bereitschaft, so einen Raum zu betreten. Ja, sozusagen Verhaltensmaß. Das ist dieses Jahr gerade in Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts erschienen, auch wieder von der gleichen genannten Gruppe. Also deutlich positivere Bewertungen für die kurvigen, curvilinear Gestaltungen als für die anderen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit dem kleinen Ausflug in die Psychologie der Ästhetik einige Schlaglichter präsentieren aus unterschiedlichen Domänen und möchte mich an der Stelle nochmal mit meinem Rahmenmodell für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und natürlich auch ganz herzlich bei allen, mit denen ich zusammen habe forschen dürfen über die vergangenen Jahre, die ich ganz sicherlich nicht alle namentlich erwähnt habe in meinem Vortrag. Vielen Dank.